Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde World of Tanks. Ich bin auf Westfield gelandet in meinem 122 TM. Ein reines Achtergefecht haben wir hier mit drei Lights und ohne Adi. Normalerweise würde ich ja sagen, jetzt hier in einem Med auf jeden Fall nach K0 tingeln. Sehe ich jetzt aber im 122 TM irgendwie gar nicht. Weswegen ich jetzt hier gedacht habe, okay, bevor jetzt gar keiner hinfährt, ihr seht auch, ich ping den Indien direkt an und auch den Emil, also der Emil schon mal wirklich nutzlos da. Indien wusste ich jetzt auch nicht, was sein Plan war, aber auf jeden Fall, man arbeitet ja immer mit dem, was man kriegt. Nach K0 ist für mich keine Option. Ich bin froh, dass der Lansen zum, oder auch der Light da jetzt hier so tun, als ob sie dahin tingeln. Ich bin dafür einfach zu langsam für drei Lights. Auch wenn jetzt die Badfit schon aufgegangen ist, weiß ich nicht, wo die anderen sind. Na, der ging daneben. Haben wir auch ein bisschen verzackt. Haben wir da die Badfit wieder. Und das ist fast so Matchmaking, wo ich mir wünsche, doch mehr HE mitzunehmen. Ja, ihr seht, Badfit wäre mit HE easy zu pennen. Der ELC, der EBR, zwei Scorpion, Charioteer. Da sind so einige, die man doch echt gut auch machen könnte mit HE. Jetzt wechsle ich auch auf AE. Aber ersten zwei von drei Schüsse konnten wir schon mal anbringen. 825 Schaden. Heavy Seite sieht auf den ersten Blick gar nicht gut aus. Bin froh, dass hier auf K0 unsere Leute anwesend sind. 497 ist natürlich edel. EBR dadurch One-Shot. Er bleibt auch eiskalt stehen. Ich weiß überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Er bleibt immer noch stehen. Bleibt immer noch stehen. Und jetzt ist er weg. Der Hetzlor hat es hinter sich. Er kann direkt in die nächste. Oh, der Schuss war frech jetzt ja vom Scorpion. Der war frech. Ja, einfach mal geguckt, ob wir hier den einen oder anderen Leiter zu kriegen, ein bisschen Licht da vorne zu machen. Heavy Seite sieht immer noch nicht sehr gut aus. Da haben wir den ELC. Na, bewegt er sich? Nein. Nochmal 491 hinterher. So muss das laufen. Somit haben wir jetzt hier zwei Kills, 1800 Schaden. Und jetzt mache ich was, was ich ganz selten mache, an dieser Pose hier hochfahren in die Büsche. Man muss nur einmal aufgehen und man platzt in der Regel. Dann sollte man wirklich aufpassen, was man tut. Da hinten haben wir den Scorpion. Den hätte ich jetzt gern natürlich noch die Retour gegeben. Wunderbar, beim Runterfahren 436 HE ins Gesicht. Aufgegangen sind wir auch nicht. Der Light war da hinten irgendwo bei dem Progetto und Co. Heavy Lane sieht gerade so aus, als würde sie überrannt werden. Kriegen wir nochmal 457 Schaden. Genau so gehört sich das. Jetzt hat man ein bisschen Glück, dass der der Alt-Proto da unten beim Schießen uns nicht aufgemacht hat. Ihm können wir auch nochmal 379 geben. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich muss jetzt hier schon den Verteidigungsmodus aktivieren. Heavy Lane sieht so aus, als würde es nicht überleben. K0 ist jetzt auch in Gefahr, gepusht zu werden. Lansen ist da alleine, deswegen fahre ich jetzt hin. Einfach nur, um länger am Leben zu bleiben. Weil mit Unterstützung ist es immer besser. Deswegen immer gucken, dass man irgendwie Anschluss ans Team machen, also gewinnen kann. Da kommen auch schon die ersten Gegner zu. Lansen drückt ihm einen rein, kassiert dafür ein. Ich kann auch 390 reindrücken. Gehe nicht mal auf dadurch. Lansen beendet den Scorpion. Wunderbar. Natürlich, ich muss hier ein bisschen gucken mit meiner Reload-Geschwindigkeit. Wunderbar, auch der die Badget ist raus. AP ist auch raus. Und auf einmal konnten wir jetzt hier zu zweit den kompletten Push aufhalten. Natürlich, ich glaube, die Rechts da haben auch ein bisschen geholfen, aber schwamm drüber. Jetzt haben wir hier nur noch den Progetto, der wahrscheinlich nicht alleine in zwei Kanonen reinfahren wird. Und die beiden TDs in der Mitte.
Wahrscheinlich haben sie sich alle bereits zurückgezogen. Na, wobei, der Lynx ist jetzt aufgegangen und gestorben. Das heißt eigentlich für mich, dass da wahrscheinlich einer drinnen sitzt. Ja, kurz. Ja, der ging nicht rein. Unser Lansen auch sehr mutig, da jetzt einfach am Durchpreschen. Wenn jetzt auf die Minimap gucken würde, würde er sehen, dass jetzt drei Kanonen auf ihn warten. Er wird auch schon beschossen vom Scorpion. Ja, haben wir den Sheriff hier. Ich dachte eigentlich, der sitzt deutlich weiter vorne. Aber es war jetzt so für mich der Anlass, mich dann doch mal endlich zu bewegen. Und ich greife so eine Geschichten, also von meiner Seite, immer über die Mitte an. Ja, so wie der Lansen, wir haben ja gesehen, was passiert. Der ist genau bis dahin gekommen, ist dann geplatzt. Ich greife immer so an, wie der SHPTK jetzt gerade steht. Da hochfahren, gucken, ob man hier auf der Seite was aufmacht und dann unten immer weiter. Wir sehen ja auch, von oben kommt immer mehr Unterstützung. Wir laufen jetzt nicht Gefahr, das noch zu verlieren, denke ich. Und dann immer von der Mitte aus hier angreifen. Man hat genug Bäume, um sneaky-mäßig halt ein bisschen zu spotten. Und hier hinten, da wo der Lansen lang gefahren ist, man ist halt ab einem gewissen Punkt einfach freiwillig. Und in den meisten Fällen weiß man nicht, von wo die Schüsse dann kommen. Ja, wir haben jetzt hier natürlich auch ein bisschen Schaden liegen lassen, einfach weil wir langsamer waren. Zu spät entschlossen haben, dann uns doch zu bewegen. Und jetzt warten wir einfach nur noch darauf, dass der Emil irgendeinen aufmacht. Ah, den können wir erfolgreich becken. Sorgt jetzt dafür, dass wir wahrscheinlich keinen Schuss mehr rauskriegen. Auch der Progetto wird irgendwo da hinten sitzen. Ja, 4 Sekunden haben wir noch. Da ist er auch schon geplatzt. Ich konnte in der Runde 3 Kills abstauben, 3770 Schaden sind es geworden und am Ende noch die 257 Trackschaden auf den Scorpion. Das hat uns zur Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gebracht. Bin insgesamt damit auf dem 3. Platz gelandet mit 956 XP. Trefferbild ist ganz in Ordnung, kann man nicht meckern. Und somit konnte ich auch 74545 Credits plus machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.